Ja, moin und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Folge von Tennis Manager 2023. Ich möchte mir mit euch heute mal Trainingsarbeit anschauen. Also ich zeige euch mal, wie ich das so mache, wie ich da so rangehe, ob das richtig ist. Nennen wir es mal ein Tutorial, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier tue. Das werde ich dann im Laufe der Zeit halt erst sehen. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie ich da so rangehe. Und zwar habe ich dann hier erstmal unseren Spieler aufgerufen. Das heißt, das sind die Attribute, die der Spieler hat. Nochmal hier zur Erinnerung, bis 20 geht das also maximal. Das heißt also, Jack Draper hat hier eine Aufschlagskraft von 16. Die wird ein bisschen gemindert durch den Schläger. Ihr habt vielleicht beim letzten Mal noch mitgesehen, der hat hier Verträge. Und hier bei den Verträgen zum Beispiel einen Schläger. Hier kann ich also zum Beispiel auch einen anderen Schläger wählen beispielsweise. Ich könnte hier diesen hier nehmen, dann hat er gar keine Mali oder Boni. Außer hier bei Spins eventuell. Oder ich könnte dann hier diesen Schläger nehmen, der hat dann wieder andere Themen. Hier ist die Präzision besser und die Kraft jeweils bei Aufschlag, Vorhand und Rückhand ist hier die Präzision besser, die Kraft schlechter und hier ist es genau umgekehrt. Hier ist die Kraft stärker, die Präzision leidet darunter. Muss man mal so gucken, wie man das macht. Ich habe mich für den Schläger hier entschieden, weil ja Jack einfach auch schon gute Werte in Aufschlagskraft und Vorhandkraft und so weiter hat. Und ich bin dann immer ein Freund davon, die Präzision ein bisschen zu stärken. Deswegen habe ich mich für den Schläger entschieden. Und hier sieht man zum Beispiel hier die Geschwindigkeit und die Wendigkeit und die Reflexe sind durch die Schuhe bzw. durch die Form verbessert. Ne? Also das ist ganz interessant. Ihr seht jetzt hier dann, wenn man da drauf geht, sieht man, Form ist insgesamt plus 1, der Schuh bringt 1, die Größe mindert das wieder um 1 und deswegen ist unterm Strich plus 1 halt. Ne? Also die gute Form, die wir momentan haben, bringt eben in der Wendigkeit einen Punkt mehr. Also all das hat eben Auswirkungen auf die Geschichte. Hier sieht man zum Beispiel bei der Balance, Form bringt einen Punkt, die Größe, der ist 1,93 groß, mindert das Ganze, der Schuh mindert das nochmal um 1 und deswegen kommt unterm Strich 1 minus dabei raus. Muss man gucken, ne? Muss man gucken, wie man da dran geht. Auf jeden Fall, ich wollte ja mit euch zum Training. Das heißt, ich habe mir die Sachen hier, wie ihr es von mir gewohnt seid, habe ich eine Excel-Tabelle gemacht. Und hier habe ich mir dann im Prinzip mal so ein bisschen angeschaut, woran könnten wir denn mal so trainingstechnisch arbeiten. Also ein Stoppball zum Beispiel ist hier der bei der Technik der schlechteste Wert, den Jack Draper hat. Ich bin aber auch ehrlich kein Freund vom Stoppball. Das ist so eine Geschichte, ja, die setzt man, keine Ahnung, dreimal in so einem Spiel ein vielleicht. Dafür jetzt meine ganze Trainingseinheit dafür raufzudonnern, weiß ich nicht. Würde ich wahrscheinlich eher nicht tun. Also ich bin momentan dabei, dass wir gesagt haben, wir gehen in die Aufschlagspräzision hinein. Also Kraft hat er 16, aber die Präzision nur in Anführungszeichen bei 12. Da könnte man was dran tun. Und die Rückschläge, also Returns quasi auch nur in Anführungszeichen bei 12. Da kann man dran gehen. Also natürlich kann man auch nochmal in die Rückhandpräzision gehen. Aber ne, also man muss ja gucken, wo setzt man jetzt den Fokus. Das ist so ein bisschen das Thema. Und Volley. Ne? Wir waren jetzt in der Hartplatzsaison, da habe ich festgestellt, er hat oftmals Schwierigkeiten, die Volleys zu nehmen. Und da muss man gucken. Und Positionierung in 9. Also das heißt, wo stelle ich mich ins Feld hin? Das ist natürlich wichtig. Ne? Also er hat oft im Halbfeld gestanden. Da muss man dran arbeiten, glaube ich. Das ist eine Geschichte. Körperlich ist er soweit in Ordnung. Er ist fit, hat die Turniere auch gut durchgestanden. Also deswegen habe ich mich für diese vier Sachen entschieden. Also Aufschlagspräzision, Rückschlag, Volley und Positionierung. So, und wie gehen wir jetzt da dran? Man geht also hier, wenn man die grobe Planung sieht, das ist quasi jetzt so Woche für Woche für Woche. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es auch durchaus sinnvoll ist, bei den jungen Spielern auch, ja, auch vielleicht nicht jedes Turnier mitzunehmen. Ich habe bei den Turnieren habe ich das eingestellt, dass unser Spieler automatisch für die Turniere gebucht wird. Da kümmere ich mich nicht drum. Man kann es auch manuell machen, aber bis jetzt fand ich das vollkommen okay. Man kriegt immer noch eine E-Mail dazu. Willst du es annehmen, willst du es nicht annehmen? Und ich habe auch schon mal eins einfach abgesagt. Ne? Also insofern war das auch okay. Und da muss man halt eben gucken, wie man dann dran arbeitet. Und das ist so die Wochenplanung. Und dann geht man in das Training. Also ich gehe nochmal hier eins weiter. Wir sind in der Hartplatzsaison. Und wenn man danach schaut, dann so sieht das dann quasi danach aus. Wir haben hier dann für die Sandplatzturniere dann hier in, wo sind wir denn hier, in Houston, haben wir schon ein Turnier in der 14. Woche. Und hier kann ich dann entsprechend weiter planen, Turniere, whatever. Und dann geht man ins Training fein rein. Wir sind momentan noch im Turnier. Deswegen ist hier noch Turnier.
kann ich noch kein Training reinbasteln, aber wir gucken uns mal die nächste Woche einfach an. Und man kann jetzt dann hier über diesen Button einfach ein Programm wählen. Ja, also ich kann jetzt hier einfach sagen, so ich mache jetzt hier mal irgendwas. Technik, Körper, was auch immer. Ich kann das Ganze auch individuell gestalten und kann das Ganze auch abspeichern unter einem Namen, der mir gefällt. Das ist so eine Geschichte, ähnlich wie beim Fußballmanager 22, 23 und so weiter, wo man die Trainingseinheiten wählt. Da muss ich noch mal ein bisschen mich dran begeben und mal gucken, was ich da so machen möchte. Ein bisschen Vorbereitung und solche Sachen, dass man mal ein bisschen Lauftraining macht und solche Dinge. Das heißt, unter allgemein wird jetzt erstmal was vorgegeben. Ich wechsle einfach mal auf Technik, dann könnt ihr sehen, was, oder ich gebe auf Körper. Dann ändert sich das hier. Ne? Also das ist halt ganz so, wie das jetzt voreingestellt ist. Körper können wir ruhig drin lassen. Körperliche Fitness ist durchaus auch wichtig, gar keine Frage. Ihr seht aber, hier haben auch viele Ruhethemen noch drin. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn das Arbeitspensum hier in dem mittleren Bereich ist, dann kann ich durchaus in jedem Tag, Sonntag lasse ich natürlich immer außen vor, in jedem Tag auch noch eine zweite Einheit reinpacken. Und die Einheiten sind hier unten links dann in Kategorien eingeteilt. Ne? Also Technik, Körper und so weiter. Und da gucke ich jetzt halt. Also, wir haben hier oben, wir haben Grundschläge im Lauf. Das ist schon mal super. Grundschläge aus dem Lauf, gerade auf der Hartplatz-Geschichte ist das sehr, sehr wichtig. Eine gute Geschichte. Und wir haben ja gesagt, wir wollen ein paar Sachen trainieren. Das heißt, ihr wählt einfach hier den Button aus, was ihr da jetzt ändern wollt. Und wir wollen ja die Aufschlagspräzision machen. Also das ist auf jeden Fall eine Technikgeschichte. Jetzt gucken wir mal, Aufschlag mit Drall. Sagen wir das hier mal. Ne? Da kann man hier sehen, 3 Punkte bei der Aufschlagspräzision und 2 Punkte bei Spin. Oder ich nehme den platzierten Aufschlag. Da gibt es sogar noch 1 Punkt mehr bei der Aufschlagspräzision und Fokus nur 1. Ist aber auch schwer. Das heißt, es ist durchaus anstrengender als dieses hier. Muss man sich überlegen, was man damit macht. Also ich würde mich jetzt hier trotzdem für den platzierten, wir sind am Dienstag in der Woche, den platzierten Aufschlag entscheiden und schon ist der platzierte Aufschlag da drin. So, das zweite, dann gehen wir auf den Mittwoch. Also ich würde keine 3 Einheiten am Tag machen, das habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen. So ist das ganz in Ordnung. Hier sind wir ein bisschen im Ausdauertest und wir wollen ja auch den Rückschlag noch trainieren. Also gucken wir hier rein, das ist auch eine Technikgeschichte. Gucken, wo wir das haben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so geht. Rückhandkraft, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte den Return trainieren. Ist das woanders? Ist das unter Taktik zu finden vielleicht? Ihr seht, ich bin auch da am Gucken, am Schauen, ne? Das sind die Strategien. Kann aber eigentlich nur auf der Technikbasis sein. Also ich sehe es jetzt tatsächlich nicht, dass ich da irgendwo den Return sehe. Vielleicht ist das auch ein Wert, der sich quasi durch andere Werte ermittelt. Das kann natürlich durchaus sein. Hier ist der Rückschlag. Da ist es, der Rückschlag. Oh Gott sei Dank, ich habe es gefunden. Rückschlagpositionierung, das ist genau das, was ich eigentlich jetzt hier machen wollte. Oder den Winner-Rückschlag. Also er hat ja Werte, er ist in Positionierung, das ist ja auch ein Thema, wo wir dran gehen müssen. Und Antizipation ist natürlich wichtig, dass man das ein bisschen vorher erkennt, wo könnte der Ball hinkommen. Ich werde mich aber hier mit der Positionierung auf jeden Fall, das nehmen wir jetzt hier rein. Genau, das nehmen wir jetzt hier rein. Hier sind wir schon dabei, das ist okay. Freitag möchte ich mich nochmal um Volleys kümmern, auch das ist wieder ein Technikding. Hier ist ein Halbvolley. Das ist immer oft im Halbfeld unterwegs. Das ist auch wirklich, wirklich nicht gut. Und hier gehen wir mal auf den Schmetterball. Das ist 3 Punkte fürs Volley. Und wir gehen, weil das leicht ist, auch das Zeitschwimmen ist leicht. Hier gehen wir tatsächlich nochmal eine dritte Einheit und gehen nochmal mit dem Halbvolley. Weil er ist einfach manchmal zu spät am Netz vorne. Und dann muss er diesen Halbvolley nehmen, die total schwer zu spielen sind. Das ist mal klar. Das ist mal klar. So, dann haben wir das auch drin und wir wollten noch in die Positionierung gehen. Mal gucken, ob das Taktik ist. Aber wir können auch tatsächlich machen mit der Strategie noch ein bisschen arbeiten, dass er so ein bisschen auch seine Strategien einstudiert. Ne? Also Hauptstrategie, zack, geben wir dann an dem Samstag. Am Samstag auch noch mit der Hauptstrategie rein, kurz vor der nächsten Session im Prinzip. Das können wir mal gucken. So. Und jetzt seht ihr schon, es ist die Einheit hier schon super schwer. Ne? Also das ist schon, da ist schon ordentlich was gefordert. Aber ne, der Kollege ist fit, der ist körperlich gut in der Verfassung, ist auch sowieso auch gut dabei, ist freudestrahlend dabei.
Ja, und so gehe ich dann da ran quasi und mache dann so die Trainingseinheiten für die einzelnen Spieler fertig. Wobei ich mich natürlich hauptsächlich um Jack Draper kümmern, das muss ich ehrlicherweise sagen. Das andere, den Marcel Zielinski, lasse ich momentan einfach noch so laufen. Ist momentan auch im Turnier. Das lasse ich so laufen im Prinzip, aber das ist dann voreingestellt. Ist aber auch okay. Wir kümmern uns erstmal um einen Spieler, Fokus drauf und dann ist das okay. Ja, das ist so ein bisschen so, wie ich in die Trainingseinheiten gehe. Da werde ich mich natürlich jetzt im Laufe der Zeit, je mehr ich damit auch lerne, auch mehr mit beschäftigen, das ist auch klar. Und vielleicht auch das eine oder andere dann nochmal anpassen und vielleicht auch was auch nochmal quasi sortieren. Aber so plane ich das eigentlich. Ne? Also da, wo ich gerade den Fokus drauf legen möchte, das soll der Spieler ein bisschen lernen. Da muss man ein bisschen gucken, auch wo sind wir Hartplatzsaison, Sandplatzsaison. Da müssen wir ein bisschen gucken. Und bei einem der nächsten Videos schauen wir uns auf jeden Fall auch nochmal die Taktiken an. Das ist aber auch ein sehr spannendes Thema. Und ich sag mal bis dahin. Tschüss und ciao. Euer Toffi.